Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr unter Windows 10 die Farbeinstellungen für den Desktop-Hintergrund und die Kacheln im neuen Windows-Startmenü ändern könnt. Die Farbeinstellungen findet ihr direkt im Startmenü, indem ihr einmal im Startmenü den Menüpunkt Einstellungen auswählt, hier den Menüpunkt Personalisierung aktiviert und damit öffnet sich das Konfigurationsfenster für die Konfiguration des Desktop-Hintergrundes, also des Bildschirmhintergrundes. Hier ist jetzt im Moment ein Standardbild von Windows eingestellt. Du musst jedoch dieses nicht nutzen. Du kannst hier auch aussuchen, dass du gern eine Farbe verwenden möchtest oder wenn dir das Bild nicht gefällt, du über den Klick Durchsuchen hier dir ein neues Bild aussuchst. Aber wir haben ja schon ein Bild, deshalb möchten wir jetzt einmal unseren Bildschirmhintergrund zu einer anderen Farbe wechseln. Das machen wir hier über das Auswahlfeld Volltonfarbe. Jetzt bekommst du 24 vordefinierte Farben. Wenn dir eine als Bildschirmhintergrund zusagt, dann wählst du jetzt diese hier aus. Es gibt auch keinen Button mehr oder keinen Knopf mehr, wo du speichern oder auf OK drücken musst. Die Änderungen werden sofort übernommen. Nun hast du allerdings nur die Hintergrundfarbe geändert. Die Farben für die Kacheln im Window-Startmenü sind immer noch die Standardfarben. Dies erkennst du auch hier oben in der Vorschau der durchgeführten Änderungen. Möchtest du jetzt gern die Kachelfarbe noch ändern, dann kannst du das ebenfalls tun, indem du in diesem Konfigurationsfenster hier auf den Menüpunkt Farben klickst und die Option Automatisch eine Akzentfarbe auswählen deaktivierst. Dadurch werden dir weitere Farben freigeschalten, die du als Farbhintergrund für deine Kacheln nutzen kannst. Wählen wir jetzt einfach mal eine aus, sodass man den Unterschied sieht. Wir haben jetzt mal die grüne angewählt. Das müsste uns jetzt in der Vorschau hier angezeigt werden. Jawohl. Das Ganze überprüfen wir jetzt nochmal im Startmenü. Und auch hier wurden unsere aktuell durchgeführten Änderungen angenommen. Möchtest du jetzt, dass die gerade soeben durchgeführten Änderungen auch auf deine Startseite, die Taskleiste und die Titelleisten übernommen werden, dann kannst du jetzt hier dies erledigen, indem du die dafür notwendige Option einfach aktivierst. Und vielleicht hast du es gerade gesehen. Es hat sich sofort die Hintergrundfarbe der Taskleiste, der Startmenüleiste und auch in der Beispielanzeige alles auf das neue Farbdesign eingestellt. Wenn die ausgewählte Farbe direkt in diese ganzen Elemente übernommen wird, dann eben auch in den Fenstertitelleisten. Das schauen wir uns nochmal kurz an, indem wir einmal ein Fenster öffnen. Und siehe da, die Fenstertitelleiste ist jetzt ebenfalls grün. Also probiere und teste einfach mal ein wenig mit den Farbeinstellungen herum, denn man muss nicht immer die vordefinierten Farbkombinationen von Windows verwenden. Schließlich hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. In diesem Sinne viel Spaß dabei und ich freue mich schon auf dich bei einem neuen Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com.